Mit uns ist jetzt Georg Koppetz, der Gründer von TTTech, einem Technologieführer aus Österreich, europäischen und globalen. Georg, servus. Grüß dich, Dian. Energiewende, das heutige Thema, und du hast einen ganz wichtigen Punkt eingebracht, nämlich die Technologien aus anderen Branchen dafür zu verwenden, um die Energiewende auch softwaretechnisch besser zu schaffen. Wie geht das? Ist der TTTech auch ein Partner? Ja, wir haben ein großes Problem in der Welt, dass wir unseren CO2-Gehalt nicht nur auf dem Niveau halten müssen, wir müssen ihn senken. Ja. Und damit wir ihn senken können, brauchen wir ganz schnell ganz radikale Lösungen, um eben die Energieversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen. Und bei erneuerbaren Energiequellen haben wir natürlich den Strom aus der Sonne, also die Solarphotovoltaik und die Windenergie. Und die produziert den Strom nur dann, wenn die Sonne scheint und der Wind geht. Und deswegen braucht man Netze und Steuerungen, damit man eben entsprechend auch den Strom speichern kann oder auch entsprechend weniger verbraucht, wenn eben der Strom nicht erzeugt werden kann. Und dafür braucht man digitale Technologien. Die kann man jetzt in der Energiewirtschaft nicht so schnell entwickeln. Die kann man nicht sagen, jetzt sind sie da, jetzt nehme ich sie einfach aus der Schublade. Die muss ich aus anderen Branchen holen. Und wir brauchen jetzt die Innovationskraft in der Energiewirtschaft, dass man sich in andere Branchen umschaut und schaut, wo gibt es Technologien, die für den Energiebereich passen könnten und die ich schnell global anwenden kann. Und da kommen wir als Technologieunternehmen natürlich ins Spiel und bieten uns da an, um schnell Technologien aus der Industrie oder aus dem Automobilbereich oder aus dem Luftfahrtbereich in die Energiewirtschaft zu transportieren. Wir waren schon einmal erfolgreich mit Vestas im Windkraftbereich, aber ich sehe gerade im Bereich der dezentralen Energieversorgung hier ganz viele tolle Möglichkeiten und deswegen bin ich auch hier beim Innovation Verbund Heik und habe den Dian getroffen. Jetzt sag noch ganz kurz abschließend, wie schnell geht das? Wie kann man sich das vorstellen? Kann man die Technologie und die Use Cases nehmen und, sage ich, in einer Woche übertragen oder dauert das auch Jahre? Na, wir haben Grundlagentechnologien seit ungefähr 15 Jahren entwickelt. Also das sind zum Beispiel Technologien, wo man die Kommunikationsnetzwerke Ethernet mit dem Thema Steuerung und Echtzeit verbindet. Das nennt sich dann Time-Sensitive Networking. Das sind Technologien, die sind jetzt in Chips verfügbar, die sind in Steuerungen verfügbar. Die kann man nehmen und damit eben zum Beispiel Smart Microgrids zu steuern. Anderes Thema ist Edge Computing. Wir haben eine ganz tolle Edge Computing-Plattform mit Intel in den letzten Jahren entwickelt, eigentlich für die Industrie. Jetzt schauen wir an, können wir diese Edge-Industrie-Plattform nehmen, um sie eben in dezentralen Energienetzwerken einzusetzen und damit eben Europa an vorderster Stelle zu bringen beim Umstieg auf die erneuerbaren Energien. Kann da Europa globale Führerschaft übernehmen? Unbedingt. Also wir müssen immer globale Führerschaft übernehmen wollen. Ob wir es schaffen, ist dann die andere Frage, wie du weißt. Das ist immer ein Spiel. Aber man muss das Spiel aktiv angehen und man darf sich nicht da zu klein machen, weil alle anderen sind auch gleich wie wir. Und wir haben halt Stärke in Europa und gerade hier in Alpbach ist immer das Thema Vernetzung und Verbindungen mit Leuten auch wiederum zu pflegen. Und ich glaube, gerade hier diese Branchenvernetzung kann uns in Österreich genauso gut gelingen wie in Silicon Valley oder wie in China. Und deswegen bin ich optimistisch für Europa. Ich auch mit Gründern wie dir. Danke vielmals. Danke.